Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc Hagenbeck. Hi. Und wir haben heute den 15. August und am 15. August haben wir auch ein Geburtstagskind, dem wir gratulieren möchten. Richtig. Und das ist? Das ist der Ben Affleck. Ben Affleck. Ihr kennt ihn sicherlich alle. Der hat sogar Batman gespielt, ne? Hat der Batman gespielt? Ich glaube, der hat Batman Affleck gespielt. Also Armageddon und Pearl Harbor hat er mitgespielt, ne? Ja, also, ja. Aber Batman, das war ich nicht. Ich konnte nie so leiden, irgendwie den Ben Affleck, nee, sagen. Der Ben Affleck ist auch so ein Streber, ne? Der sieht gut aus, hat einen gut definierten Körper und so weiter. Ne? Ja, das nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber ja, trotzdem gratulieren wir ihm ganz herzlich. Ja, ja, also ganz klar, komm, machen wir weiter. Geschenk, komm. 15. Nächste. August 1989 in Afrika wird Frederick Wilhelm de Klerk wird Staatsoberhaupt. Hm. Ja. Das war 1989 am 15. August. Und was hast du noch am 15. August? Am 15. August haben wir einen Kinostart, der wirklich Generationen auch mal wieder beeinflusst und verändert hat. Ich hoffe, nicht jeden zum Negativen beeinflusst hat, denn am 15.08.1996 kam Trainspotting in die deutschen Kinos. Genau, ja, ja. Einer der Filme, die man gesehen haben muss. Ja. Ganz wichtig. Und legendäre Szenen. Er verliert sein Dope-Zäpfchen, was er da hat, und springt ins Klo, taucht hinterher. Ja. Unvergessen, wirklich unvergessen. Nee, ich finde, die ganze Szene ist wie heißt der? Bagby? Bagby, genau. Ja, Bagby ist natürlich auch ein cooler Bagby, der oben auf der Empore sitzt von der Kneipe und sein Glas ausdrängt und einfach nach hinten schmeißt. Ja, richtig. In die Menge. Richtig, ganz genau. Und dann, das in dem einen gegen Kopf macht er, Genau. Und wo ich gerade Sick Boy sehe, Sick Boy hat doch hier einen auf Makler gemacht und so. Ne? Und, ja, nee, und hat doch irgendwie die das Laken vollgeschissen dann irgendwie und hat dann den Schwiegereltern das an die Wand gehen. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall, Trainspotting ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken muss. Total empfehlenswert. Am 15. August in die deutschen Kinos gekommen. Genau. Damit sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Morgen ist der 16. August. Schaltet wieder rein. Jetzt habt ihr ganz viel Angeberwissen, das ihr nach draußen tragen könnt. Und wir sehen uns morgen. Wir freuen uns auf euch.